das Wort Al-Wudu kommt von dem Verb Wada'a, Wadu'a, Wadu'a und von dem Begriff Wada'a, was das Infinitiv ist dieses Verbes. Und das Wort Al-Wada'a, Al-Wudu bedeutet rein linguistisch betrachtet, sprachlich, sowas wie Sauberkeit. Sauberkeit oder, ja, hier habe ich es ja geschrieben, schön, sauber und hell sein. Wadi'un, Fulanun, Wadi'ul Wajh. So und so hat ein helles Gesicht. Wadi', das ist von dem Wort Wudu. Tayyib. Al-Wudu, na'am. Wada'a, also sauber, schön und hell sein. Das ist die sprachliche Bedeutung des Begriffes Al-Wudu. Terminologisch im Sinn, im Kontext des Fiqh definieren die Hanabila den Wudu wie folgt. Sie sagen, Isti'mal oder Raslul A'da al-Arba'a bima'in tahurin mubah ala wajhin makhsus. Raslul A'da al-Arba'a بماء طهور مباح على وجه مخصوص. Das heißt, die Verwendung von bereinigendem und erlaubten Wasser für die Waschung der vier Glieder auf spezifische Art und Weise. Das heißt, wir haben hier in der Definition eigentlich schon mal zwei Bedingungen, die betreffen das Wasser. Und zwar, dass es Tahur ist. Ihr erinnert euch noch an die Einteilung des Wassers. Nein. Tahur, Tahir, Najis. Was war der Tahur? Ma huwa Tahur? Nein. Und was meinen wir mit erlaubtem Wasser? Na, hier schau mal in der Definition. Die Verwendung von Tahur, das erlaubt ist. Gibt es Wasser, das haram ist? Kann Wasser haram sein? Naam, unter anderem gestohlenes Wasser oder unter anderem auch gestiftetes Wasser. Wasser, das gestiftet wurde zum Trinken. Das darf man nur zum Trinken benutzen. Meshi? Nehmen wir an, jemand hat einen Brunnen gestiftet und da steht drauf, dieses Wasser wurde zum Trinken gestiftet. Dann darf es nicht auf andere Art und Weise verwendet werden. Du darfst das Wasser nicht nehmen, um deine Kleidung damit zu waschen. Du darfst es nicht nehmen, um dein Wudu zu machen. Du darfst es nicht nehmen, um dein Wussel zu machen. Auch nicht, um dein Auto zu waschen. Wenn Wasser gestiftet worden ist, also der Waqf. Der Waqf ist nämlich eine Art von, es ist eine Art von Spende oder Schenkung. Ja? Und hierin wird Al-Waqfu yu'malu fil Waqfi bi shartil Waqif. Es wird nach den Bedingungen des Waqif, das ist der Stifter, nach seinen Bedingungen gehandelt. Meshi? Also, wenn das gestiftet wurde nur zum Trinken, dann wird das nicht zum Wudu verwendet. Ja. Das sieht man manchmal in den arabischen Ländern. Dann siehst du an manchen Orten, dass hier eine Wasserstelle ist und das wurde gestiftet und da steht dann drauf, Lishurbi, Maukufun Lishur. Okay. Also, die Verwendung von Tahur, das erlaubt ist für die Waschung der vier Glieder auf spezifische Art und Weise. Warum sagen wir auf spezifische Art und Weise? Weil nicht jede Waschung der vier Glieder Wudu sein muss. Richtig? Ein Mensch kann sauberes Wasser benutzen, das Tahur ist und Mubah ist und er wäscht diese vier Glieder, es ist aber kein Wudu. Deswegen mit spezifischer Art und Weise meinen wir unter anderem beispielsweise die Absicht.